wenn wir wirklich Frieden wollen, ernsthaft, dann geht es hier nicht mehr darum, ich bin AfD und ich bin grün und ich bin gelb. Doch, es geht darum. Dann geht es um den Frieden und um nichts anderes. Hauptsache laut, was immer das mit Frieden zu tun hat. Guten Abend und willkommen beim Monitor. Sie hatte dazu aufgerufen und Tausende sind ihr gefolgt am letzten Samstag in Berlin. Sarah Wagenknecht und ihr Aufstand für den Frieden. Viel wurde ja darüber debattiert in den letzten Tagen und kaum eine Talkshow kam dabei ohne Wagenknecht aus. Was aber wollen die Menschen, die sich hinter Wagenknecht versammeln? Und ist das wirklich die Wiedergeburt der deutschen Friedensbewegung, wie manche behaupten? Vielleicht erinnern Sie sich ja an die Bilder von 1983, als im Bonner Hofgarten Hunderttausende gegen die atomare Aufrüstung demonstrierten und sich eine Menschenkette von Stuttgart bis nach Ulm erstreckte. Ja, und auch ich habe damals mit demonstriert, bin mit der Friedensbewegung groß geworden. Und deshalb bin ich am Wochenende nach Berlin gefahren, weil ich wissen wollte, was die Menschen dort unter Frieden und Pazifismus verstehen und welche Rolle Putins Kriegsverbrechen dabei eigentlich spielen. Eine Demonstration für den Frieden. Die Bilder wirken eigenartig vertraut, die Symbole, die Parolen, all die Friedenstauben. Und doch frage ich mich, was ist hier gemeint mit Frieden? Ist das wirklich der Beginn einer neuen Friedensbewegung? Oder worum geht es hier eigentlich? Es geht zum einen darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden. Es geht darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren. Solidarität mit der Ukraine? Ich erinnere mich an den April 2022 als Korrespondent unterwegs nach Butscha. Kurz nachdem die russische Armee die Stadt verlassen hatte. Unterwegs zu den traumatisierten Überlebenden der unfassbaren Gräueltaten der russischen Invasoren. Zu den Gärten, in denen Angehörige ihre Toten im eisigen Boden eilig verscharrt hatten. Die ermordeten Zivilisten, das Grauen der russischen Besatzung. Die Leichen in den schwarzen Plastiksäcken. Die Massengräber. All das spielt hier in Berlin keine Rolle. Stattdessen russische Flaggen, russische Kriegspropaganda. Keine einzige ukrainische Fahne sehe ich hier. Einige zeigen ihre Unterstützung für den russischen Angriffskrieg sogar ganz offen. Orange und Schwarz tragen die Freunde Putins. Wie die sogenannten Nachtwölfe, russische Ultranationalisten. Auch sie sind hier unterwegs. Butscha, die russischen Kriegsverbrechen, kein Thema hier. Was ist Ihre Botschaft an die Menschen in Butscha und in Erbin und in der Ukraine heute? Ja, wenn der Herr Zelensky gesagt hätte, okay, ich habe ein Recht, mich zu verteidigen, aber nicht die Pflicht. Ich kann doch nicht gegen eine militärische Supermacht anstinken, die kleine Ukraine. Da muss ja die ganze Welt mit reinziehen, das schaffe ich gar nicht. Also Sie finden, er hätte sich überrollen lassen sollen? Natürlich. Da weht eben da auf dem Rathaus eine russische Fahne und seine Leute leben weiter. Jetzt sind 130.000 Ukrainer tot. Und wofür? Für nichts. Er hat ein kaputtes Land. Und immer zu sagen, der Russe will das Land zerstören. Wieso will er das Land zerstören? Er will nur sein eigenes zurückhaben. Wo ist das Problem? Das verstehen Sie unter Frieden. Genau. Ein Frieden ganz im Sinne Putins. Rückzug der russischen Truppen höre ich nirgendwo. Die Aggressoren sind hier andere. Heute sollen deutsche Kampfpanzer wieder auf russische Soldaten schießen. Und zumindest Melnik. Russland als Opfer? Ich denke an den März 2012. Wie Wladimir Putin! Die Wiederwahl Putins zum Präsidenten und damals schon die Kampfansagen gegen die angebliche Verdorbenheit des Westens. Zehntausende gingen gegen Putin auf die Straße. Ich war damals Korrespondent in Moskau. Auch als er im Mai 2012 die Opposition in Moskau brutal niederknüppeln ließ und die neue politische Eiszeit begann. Als er Russland Schritt für Schritt in eine Diktatur verwandelte und schließlich
in einen Aggressor gegen seine europäischen Nachbarn. Für die Demonstranten in Berlin sind die Täter andere. Der Westen, die NATO, der ukrainische Präsident. Und vor allem die deutsche Außenministerin. Wenn Frau Baerbock also von einem Krieg gegen Russland spricht, ist das die Vorbereitung eines Angriffskrieges. Sie hat es ja zurückgenommen. Sie ist Außenministerin. Davor gehört sie vor den Internationalen Gerichtshof. Ende der Durchsage. Putin auch? Gerade Putin auch? Das ist eine völlig andere Thematik. Wir sind hier in Deutschland. Wir haben keinen Einfluss auf Putin. Wir haben Einfluss auf unsere Regierung. Und unsere Regierung treibt uns gerade in einen Krieg, der nichts mit uns zu tun hat. Ende der Durchsage. Putins Kriegsverbrechen, kein Thema. Das ist hier also gemeint mit Friedensbewegung? Wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Die Friedensbewegung. Auch daran erinnere ich mich hier. An 1983, als in Bonn 30 Mal so viele Menschen protestierten gegen die atomare Aufrüstung des Westens. Die Menschenkette von Stuttgart bis Ulm, über 100 Kilometer lang. Auch ich war damals dabei, aus Angst vor einem Atomkrieg. Ängste, die auch in Berlin eine Rolle spielen. Ängste, die ich gut verstehen kann. Auch ich war immer gegen Rüstungsexporte in Kriegsgebiete, gegen Aufrüstung. Aber was heißt Frieden schaffen ohne Waffen heute, wo ein Land schutzlos einem Kriegsverbrecher ausgeliefert ist? Nennen Sie mir ein Beispiel, wo Waffen jemals Frieden gebracht haben. Der Zweite Weltkrieg wäre wohl ohne Waffen nicht beendet worden, oder? Das mag sein, ja. Aber ob diese Waffen letztendlich den Frieden gebracht haben, ist eine andere Sache. Glauben Sie, dass Auschwitz ohne Waffen befreit worden wäre? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war letztens, vor kurzem, in Auschwitz gewesen und habe mir das angeschaut. Kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, ich habe zu der Zeit nicht gelebt. Ich weiß nicht, wie die Menschen dort gefühlt haben. Ja, man kann ja in die Geschichtsbücher schauen. Geschichtsbücher, wer schreibt die Geschichte? Was für ein Pazifismus ist das hier? Und was bedeutet nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, wenn auch die AfD eingeladen ist, mitzumarschieren? Jeder, der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen. Einige hier grenzen sich dann doch deutlicher ab und ernten heftigen Widerspruch. Ich denke, wenn wir wirklich Frieden wollen, ernsthaft, dann geht es hier nicht mehr darum, ich bin AfD und ich bin Grün und ich bin Gelb. Doch, es geht darum. Dann geht es um den Frieden und um nichts anderes. Und nicht um diese Frieden als Kampfparole und eine Demonstration, die Täter zu Opfern macht. Ich hadere mit selbsternannten Pazifisten, die bereit sind, einem Kriegsverbrecher zu geben, was er verlangt. Vielleicht auch, weil ich die Schrecken von Butscha selbst gesehen habe. Das trennt mich von den meisten hier, von Politikerinnen wie Sarah Wagenknecht. Eine neue Friedensbewegung? Für mich ganz sicher nicht. Mit russischer Kriegspropaganda habe das alles nichts zu tun, sagt Sarah Wagenknecht immer wieder. Russische Staatsmedien sehen das offenbar ganz anders.